Also dann zum dritten und letzten Lager. Bin schon relativ nah, da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. So, wir haben auf jeden Fall ein paar Kultisten. Allerdings haben wir hier. Was? Wo? Wer? Wieso? Niemanden hast du. Hier gibt's nichts zu sehen. Vor allem nicht mich. Geh weg. Ich glaube, euch geht's allen ein bisschen zu gut. Ist das Lagerfeuer weg? Tatsächlich gar nicht so weit. Dann gehe ich doch einfach mal speichern nochmal. In der Hoffnung, das Ganze vielleicht dadurch auch ein wenig zu resetten. So, wer hat mich jetzt gesehen? Und wieso? Warum sind die hier so verdammt aufmerksam? Sehe nicht, ob der irgendwo seinen Kopf rausguckt. Tat es nicht. Jetzt hat sein Kopf rausgeguckt. Gut. Naja, reicht ja. Ist da oben was zu sehen? Hier gibt's nichts zu sehen. Sie kommt uns holen. Hier gibt's halt gar nichts zu sehen. Wer weiß, wo die steckt? Da! Wow! Da! Mann beim Signal getroffen!
Autsch. So. Das war's doch schon. So, wo soll ich mich hinbegeben? So einfach kann das gehen. Na gut. Wie dem auch sei. Ist ja jetzt auch egal. Wir haben die drei Läger ja so auch ganz gut hingekriegt. Natürlich. Oh Gott, wahrscheinlich kletter ich jetzt wieder genau dahin, wo ich eben war. Goddammit, naja gut. Wie dem auch sei. In der Hoffnung, dass ich jetzt ja weiß, wo ich hinklettern muss, hoffe ich einfach mal. Ja, wobei, vielleicht muss ich auch gar nicht da hochklettern. Vielleicht reicht es diesmal einfach nur dahin zu gehen. Wobei sie mir wahrscheinlich von da oben zeigen will, wo der Metallring ist und was wir genau als nächstes tun und so. Oder auch nicht. Ja, gut. Ah, ja gut, dann zeigt sie es mir halt von hier. Ist ja egal. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf. Wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Jawohl. Du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da wirklich mit dir rein will. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich da allein rein will. Aber... Okay. Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Val. Du wirst es gleich sehen. Ich bin genauso gespannt. Weil ich habe keinen Plan. Nimm meine Hand. Ah, oh, ich sprenge die Lohe in die Luft, okay, verstehe. Nimm du den da rechts. Frage, versuche ich dir Platz zu machen? Da,
Ich hab was gesehen. Okay, ich dachte eigentlich, wir bleiben da oben, deswegen. Aber, na gut. Wie dem auch sei. Scheint uns keiner großartig entdeckt zu haben. Deswegen gehen wir einfach mal weiter, wie gehabt. Ich nehme sie einfach beide. Du, mein Guter, bist mir nämlich ein wenig zu langsam dafür. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Wahl. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Wenn's ja sonst nichts ist, warum bin ich denn nicht einfach von der Seite hier rein? Kann ich mich nicht einmal hier außen rumschleichen? Muss ich hier durch? Himmels Willen? Das ist doch... Wahnsinn ist das doch. Adlerauge. Keiner hat was gesehen. Keiner hat was gesehen. Jetzt sind's zwei. Mein Freund. Ich hab sowas von keinen Plan. Mir gelegen.
wie ich das schaffen soll, unbemerkt auf die andere Seite hier zu kommen, aber okay. Ich muss nur richtig auf die Lore zielen und schießen. Dann sind wir hier jetzt doch erstmal wieder ein wenig safe. Ein wenig. Das war's mit meinem leisen Auftritt. Wieso? Ich wurde entdeckt. Ich muss schnell zu der Lohe. Na super. Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Ich muss die Lohe entzünden, und zwar schnell. So. Gesagt, getan. Was soll's. War gar nicht so schwer. Mal wieder. Aber egal. Egal. Oh, gegen das Ding muss ich wohl immer noch kämpfen, wie es scheint. Ich mache mich hier erstmal kurz ein bisschen vom Acker. So, wo sind denn hier Gegner? Ich sehe was. Auf dem Weg! Das hätte auch noch schief gehen können, aber zum Glück. Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Gut. Es ist vorbei. Die werden niemanden mehr umbringen können.
Die Mörder, die Verderbnis. Ich muss wissen, was bei all dem dahinter steckt. Ich folge immer ihrer Spur. Dann gehe ich jetzt zurück nach Mutterkrone, wie es scheint. Ganz ehrlich, dafür, dass das eigentlich so die erste Hauptquest war, die wir gekriegt haben, außerhalb von Mutterkrone. Ich bin ganz schön lange unterwegs schon. Ich meine, wenn man sich mal die Karte anguckt, so viel habe ich hier eigentlich noch nicht gesehen. Also ich habe noch ein bisschen. Auf der anderen Seite habe ich auch schon einiges gesehen. Hier oben war ich allerdings noch gar nicht irgendwie. Was ein bisschen unpraktisch ist. Wir haben hier nämlich auf jeden Fall noch eine Metallblume und eine Banuk-Figur. Aber gut, ich kann ja notfalls auch nochmal hierher reisen. Das ist ja kein Problem. Deswegen reise ich jetzt tatsächlich einfach mal relativ schnell zurück. Ist da meine Nebenquest irgendwie noch nicht? Sprich mit Solai, die wissen könnte, wo Nakor hingegangen ist, und finde June. Was? Habe ich was verpasst? Wo ist das denn? Okay, das habe ich verpasst. Unpraktisch. Bin verwirrt. Na gut, dann reisen wir mal wieder hier hin. Weil ich vergessen habe, mit jemandem zu reden, der mit... Die Stärksten unter uns sind tot oder verletzt. Die Maschinen drehen komplett durch. Nur die Göttin kann uns jetzt noch retten. Ja, laber keinen Quatsch. Ich wollte so schnell hier weg, da ich vergessen habe, mit ihm hier zu reden. Hui! Autsch. Oh, mal schön Körper auf die Steine. Na, das macht doch Spaß. Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ach, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst... Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut dringt. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Na, da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen? Die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemanden juckt's, wenn man sie tötet. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie? Wir stehen noch, sie nicht. Wir waren eindeutig besser. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an wie Wunden eine Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht, wenn's unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen... Sehen wir es an unserem Werk. Gut.
Dann habe ich die Mission jetzt erledigt und kriege auch meine 5000 Erfahrungspunkte. Deswegen ist es tatsächlich ganz wichtig, mit den Leuten auch zu reden, wenn man Quests abgeschlossen hat. Und deswegen gucke ich auch, was hier eventuell noch so offen sein könnte.